Vielleicht war ich die letzten Tage irgendwie auf dem Mond, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich total durch den Wind, sehr mit meinem Mind beschäftigt und Ist das wirklich so, dass Sie mit dem Mind beschäftigt waren, oder der ist das Mind nicht eher so, dass der Mind mit mit mir Ihnen beschäftigt, beschäftigt ja, war? genau. So it's just like a, because she said I was so busy with my mind, and she was kind of confused. Germany, they say, through the wind, even though it was not really windy here. And then she says, yeah, I was busy with the mind. And I ask her, is it really like that? Or is it not that the mind is busy with you? Because without you, there would be no mind. Denn ohne sie gäbe es ja keinen Geist. So it might be so that this mind needs your life force to exist, seemingly to exist. Because when we inquire into the mind, it disappears. Anyway, Sie waren mit dem Geist beschäftigt, mit dem Mind nennen Sie ihn auch, Mind. Das ist ein Kosename. Das ist ja kein deutsches Wort, Mind. Nein, eigentlich sage ich meistens Mindfuck dazu. Mit was? Meistens sage ich Mindfuck, weil das, was dabei rauskommt, nichts ist, was mich irgendwie Mindfuck. Sie sagen nicht trägt. Geistsex. Nein. Sondern sagen mein Geistsex. Habe ich noch nie gehört. We use Mindfuck, because it's coming from America. Huh? Ja, der Satz von Ihnen, dass ein toter Fisch den ganzen Tümpelteich verseucht, hat mich sehr getroffen in dem Zustand. Ich muss anmerken, es ist nicht mein Satz. Dieser Den habe Satz. ich weitergegeben, weil es ein sehr eindrücklicher Beschreibung von meinem Guru ist. So it was not my sentence. One dead fish spoils or kills the entire pond. That's not my invention. It's a very beautiful saying of my Guru. But I told you because you were not with Papaji. Why, actually? Who was already, let's say, 20 years old in the year 1990 of you? You too, Peter. It took a while. That's a very good sign if you don't know anyone. 1990, what is now, who am I, what age? Very, very good, Peter. That's good sign. Can we give already him the certificate, if there is any? Yes, you were not attracted, no? You were not attracted. You were not oriented then. But now, and that's good. War damals noch nicht derartig orientiert, aber jetzt. Und das ist ja wunderbar. Bitte weiter. Wo waren wir? Ah ja, bei dem Teich. Bei dem Teich, genau. Bei dem toten Fisch. Genau. Ja. Und ich wollte nicht der tote Fisch sein, der. Also das, was hier ist, das ist mir so wichtig, das ist mir so heilig und very good. Habe immer dagegen gekämpft, dass ich das loswerde. Ne? Diese Gedanken, die vernichtenden Gedanken, die dann auch immer so in mir auftaucht sind. Und auch schon das, ich muss gehen, ich kann hier nicht bleiben, sonst mache ich hier alles kaputt. Und habe dann aber auch gemerkt, dass. Wo war das? Hier oder wollte alles? Das war hier. Auch hier mal? Ja. Tendenz, alles kaputt zu machen? We are happy the hall is still standing. Wir sind wirklich froh, dass die Halle noch steht. Aber ich muss noch
zurück, and I have to go back because before you spoke about your Geistsex, that means engaging in activity with the mind, loving engagement with the mind, no? Also ihre liebevolle Interaktion, Vereinigung mit dem Geist, darüber haben sie gesprochen. Und dann sagen sie, dieser Satz hätte sie so konfrontiert. But he's not speaking about the mindfuck. He very specific speaks about the doubt. And there's a difference between so-called mindfuck, because this can be all over, and very concrete doubt. Doubt is very concrete. Yeah? Mindfuck could be confusion or kind of activity and... But a doubt is much more questioning your sincerity about truth. So the doubt is kind of endangering the truth. Of course, for some time the doubt also has a positive quality, because through the doubt you really inquire if truth is truth. That's good. For some time it's good, because you don't, and you are not supposed to accept any belief. Sie soll ja hier nicht einen Glauben annehmen, ne? Sondern selber ergründen, was ist Wahrheit? Ja. Wer bin ich? Das muss ich also erläutern. Ja? Es geht also ganz stark um Zweifel. Ja. Nicht um Mental Activity / Mindfuck in itself. Ja, letztendlich habe ich dann auch daraus erkannt, dass das alles nur Trennung erzeugt. Und dann ging das so weiter und habe gedacht, da habe ich dann so gemerkt, wenn irgendwas getrennt wird, muss es ja erst verbunden sein. Und dann habe ich gemerkt, dass das ja da ist, die Verbindung. Und habe aber auch so dann, also dieser Zweifel, der kam dann noch hoch. Ich habe gemerkt, mit der Terminologie, sie sagen, mit der Frage, wer bin ich oder wofür das hin, ich soll das nach innen ergründen. Und das hat bei mir noch mehr Verwirrung erzeugt, weil ich nicht, wie mache ich das, wie geht das? Und ich dachte, aber ich muss jetzt einfach mal wieder in mein Herz gehen, um mich zu entspannen. Und dann auf einmal hat sich das alles aufgelöst, weil ich gemerkt habe, ich bin da ja, ich kenne das ja. Und dann, also ich merke auch, ich kann die Ebenen wechseln, wenn es sein müsste, muss aber nicht sein, weil da fühle ich mich echt daheim. Welche Ebenen? You speak about also levels, kann, that's interesting. Ich kann denken, also... This you call levels? Das nennen Sie Ebenen? Ja. Okay. So what happened when you were returning to the heart? Was geschah, als Sie ins Herz zurückkehrten, wie Sie es nennen? Dann fühle ich mich einfach total gut, friedlich, es ist still. Ich fühle mich sehr verbunden mit allem. Mit jedem. Und dann kam so die nächste Frage in mir hoch, wenn diese Wärme, dieses warme, weiche,
fließen, was ich da spüre. Wenn es Liebe ist, Sie haben auch erwähnt jetzt schon, die Liebe entspringt aus dem Selbst. Und dann habe ich so gemerkt, dann geht es da doch noch tiefer an der Stelle. Also woraus entspringt dann die Liebe? Und ich habe dann so erkannt, dass ich immer daran gezweifelt habe, dass ich irgendwo hin muss, um das zu ergründen. Und das war dann so ein Moment, wo ich einfach gespürt habe, das ist das, woraus es kommt, oder weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und dann fällt so endlich alles ab. Ja, da fühle ich mich dann zu Hause. Da ist es einfach. Ich bin so glücklich und ich danke Ihnen von ganzem Herzen.